Leute, es wird mal wieder Zeit für ein Aim-Controllers-Unboxing. Diesmal ist es nicht irgendein Controller wie so einer oder da hinten stehen noch ein paar oder so einer. Das ist übrigens meine Lieblingsfarbkombi, möchte ich gleich noch was zu sagen, was diesen Controller betrifft. Dieser Controller ist mein eigenes Design, mein Gamer-Logo ist da drauf, ein integrierter Fuchs. Ich wurde damit quasi überrascht und es hieß, hast du Bock drauf? Gefällt dir das Design so, wie er jetzt ist, würden wir ihn dir gerne zuschicken. Ich habe mein Okay gegeben. Ich bin ganz ehrlich, was ich euch gerade gezeigt habe, dieses Blau-Orange, das ist meine Farbkombi. Ich liebe diese Kombi, passt aber leider nicht zu diesem Kanal-Logo, deswegen sieht das hier ein bisschen anders aus. Ich bin gespannt, wie er euch gefällt. Möglicherweise auch demnächst im Store so erhältlich. Wem das Design gefällt und sagt, boah, finde ich geil, kannst du so bestellen. Sollte das im Store so nicht aufgenommen werden, auf Anfrage auf jeden Fall möglich. Ganz wichtig, dieser Controller hat erstmals diese Hall-Effekt-Sticks, wo man nie wieder Stick trifft hat. Das ist eine Technologie, wo Stick trifft nie wieder passieren kann. Richtig geil. Und Matty McFly, ein Abonnent von mir, hat vor einiger Zeit so einen Controller bestellt mit den Sticks und sagt tatsächlich, das hat er auch bestätigt, denn die Hall-Effekt-Sticks fühlen sich anders an. Das werde ich gleich testen. Matty meint, es fühlt sich smoother an, geschmeidiger. Das ist Gewöhnungssache, sicherlich. Man muss ein bisschen schauen, ob man an seinen eigenen Settings noch was ändern muss. Wir werden es gleich sehen. Wir machen jetzt ein Unboxing und dann möchte ich euch noch sagen, worauf es so weiterhin ankommt, was ich auf jeden Fall, wenn ich den bestellen würde, mit reinpacken würde, wie digitale Knöpfe und so weiter. Und es gibt aktuell 55 Euro Rabatt bei einem Mindestbestellwert von 239 Euro. Code Casper10, nicht vergessen, wer Bock drauf hat. Wer keinen Bock drauf hat und sagt, Aim-Controllers gefällt mir nicht, von mir aus auch nicht weiter schlimm, dann wird das so akzeptiert. Leute, viel Spaß jetzt bei dem Unboxing und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, dann legen wir mal los mit dem Unboxing. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Einmal auf. Komm mal zu. Das habe ich ja richtig professionell geöffnet bekommen. So, was haben wir hier Schönes? Play like a Pro. Hier. Hall-Effekt Sticks, da steht's. Lese ich jetzt nicht weiter vor. Gibt übrigens auch Pedals, Snap Pedals nennt sich das. Das sieht dann so aus. Da kannst du in verschiedenen Designs, kannst du das ab und wieder dran machen, kannst du verschiedene Designs, kannst du das halt, das ist so mit Magnettechnologie und dann kannst du verschiedene Pedals, Skins, sagen wir einfach, wir können Skins für den Controller, verschiedene Skins da drauf schmeißen. Ah. Oh mein Gott, der sieht in echt schon geiler aus als auf dem Bild. Gefällt mir sehr. Wie gesagt, das möchte ich nochmal betonen. Das ist meine, ich habe vorhin übrigens gesagt, blau-orange, ich meine natürlich blau-gelb, hat nichts mit irgendeiner politischen Sache zu tun, sondern ich liebe einfach diese beiden Farben und in Kombination Babyblau mit Gelb ist einfach ultra, ultra schick. Ich liebe diese Farbkombi. Aber das passt halt nicht zu einem Fuchs. Deswegen hätte ich sonst gesagt, macht irgendwas Blau-Gelbes. Das wäre viel, viel... Oh, es sind digitale Knöpfe dran. Ich raste aus. Leute, wenn ihr euch jemals so einen Controller bestellt, nehmt euch digitale Knöpfe dazu. Ich sag euch Folgendes. Ihr habt einen einfach extrem... Was heißt extrem kürzeren? Also wir müssen uns nicht unbedingt einbilden, dass wir einen extremen Vorteil durch digitale Knöpfe haben. Das ist ein extrem kurzer Weg. Vergleich mit dem hier. Seht ihr das? Diesen deutlich höheren Weg. Das ist wirklich minimal. Aber zockt mal 2-3 Tage einen Controller nur mit digitalen Knöpfen und wechselt dann nur für 10 Minuten auf einen Standard-Controller mit normalen Knöpfen. Ihr merkt den Unterschied und ihr wollt nie wieder andere Knöpfe zocken. Glaubt's mir. Also digitale Knöpfe sind das D-Pad, die Tasten, natürlich haben wir wieder 1 mm Tastenweg für die Schultertasten. Absolut perfekt für X-Defiant, für Apex Legends, sämtliche Shooter, Einzelschusswaffen, Burstwaffen. Du bist einfach deutlich schneller. Smart Bumper ebenfalls. Hier L1, R1,
L2, R2, jeweils alles nur mit einem halben, mit einem Millimeter Tastenweg. Und wir haben natürlich wieder die Möglichkeit, hier diese Teile zu verstellen. Und dann können wir theoretisch auch sagen, ich möchte hier voll durchziehen, für Rennspiele zum Beispiel, wo du Gas gibst. Ist das sonst ärgerlich, wenn du eine Menge Geld für so einen Controller ausgibst und kannst dann eben kein Gas mehr geben? Deswegen hat das M-Controller irgendwann geändert. Und lebenslange Garantie muss ich auch nichts zu sagen. Die Sticks allgemein sind immer nur 90 Tage abgedeckt. Wie das bei den Hall-Effekt-Sticks genau aussieht, weiß ich nicht. Ich kann euch aber sagen, wie gesagt, Stickdrift kann nicht mehr passieren. Und ansonsten, wenn ihr diese Dinger pfleglich behandelt, sollte normalerweise nie wieder irgendwas passieren. Jetzt hoffe ich, dass die mir XXL-Sticks da mit reingepackt haben. Ganz wichtig, die brauche ich nämlich. Und ich habe gleich noch einen Tipp, was ihr unbedingt beachten solltet. Weil der ein oder andere, es sind tatsächlich zwei bis jetzt von euch in den letzten Jahren gewesen, die sich darüber beschwert haben. Also erstmal ganz wichtig für mich, ein erhöhter Stick. Fühlt sich, also es sind die Hall-Effekt-Sticks, aber sie fühlen sich normal an. Aber im Game soll es sich anders anfühlen. Ganz wichtig für euch, ihr könnt Reserve-Pedals bestellen. Und ich rate jedem, bestellt euch Reserve-Pedals dazu, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich habe es jetzt zweimal schon gehabt, dass mir auch mal ein Pedal gebrochen ist. Es ist meistens eigentlich der, mit dem ich springe, zum Jumpshotten und so weiter. Da haben sich jetzt zwei bisher beschwert, das kann doch nicht sein und das bricht. Und ja, lebenslange Garantie, wie gesagt, ihr könnt den einschicken und die wechseln lassen, kostenlos. Aber das Einschicken müsst ihr logischerweise bezahlen. Also bestellt euch lieber ein paar Pedals dazu, die brechen halt irgendwann. Das ist halt auch einfach ein Verschleißteil, das darf man nicht vergessen. Ihr seht hier diesen Weg, das ist halt sehr, sehr flexibel, liegt aber gut in der Hand. Das ist alles eine Ansichtssache. Wie gesagt, die digitalen Knöpfe sind einfach geil. Kein Muss, digitale Knöpfe kosten auch ein bisschen mehr und auch die Hall-Effekt-Sticks, ganz wichtig. Es dauert mindestens 30 Tage länger, diese Controller dann zu bekommen mit Hall-Effekt-Sticks. Warum das 30 Tage länger dauert, ich kann es euch nicht sagen. Wie gesagt, das Logo gefällt mir extrem gut. Es ist natürlich wieder mit einem ultra schicken neuen Gamer Grip. Der Gamer Grip, den gibt es auch noch nicht so lange. Vergleicht das mit dem. Das gibt es auch bei anderen namhaften Zocker-Dingens-Hersteller, also bei Gaming-Pad-Herstellern und so weiter. Und was ich euch auch noch empfehlen würde, der ist hier komplett ausgestattet. Die Motoren sind auch noch drin. Und hier auch nochmal der Hinweis: Das ist ein Original-Sony-Controller. Die Technik ist komplett von Sony. Die Knöpfe, die digitalen Knöpfe wurden lediglich ausgetauscht. Wer da immer mal irgendwie rumhatet mit schlechter Qualität, das ist Sony-Qualität, nicht vergessen. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Der Gamer-Grip ist auf jeden Fall extrem geil. Irgendwas wollte ich noch sagen, ich habe es vergessen. Wie gesagt, ganz wichtig, vergesst nicht, kauft euch unbedingt Reserve-Pedals, weil wenn so ein Teil erstmal bricht, du kannst das dann hier so aufdrehen. Das ist beim ersten Mal extrem schwer, da müsst ihr aufpassen. Ich musste echt mal mit einer Zange zur Hand gehen, da müsst ihr aber echt aufpassen, weil das ist wirklich sehr, sehr straff. Ich krieg's jetzt so nicht auf, aber sobald du das einmal gelöst hast, kriegst du das immer wieder relativ leicht auf. Hier hatte ich nämlich mal ein gebrochenes Pedal, den habe ich länger benutzt. Hier ist das Rad auch ab. Hier kannst du einfach das Pedal abmachen, wieder dran stecken, den Stecker wieder drauf und gut ist. Nichts ist ärgerlicher als ein abgebrochenes Pedal. Wie gesagt, die Garantie ist zwar drauf, aber den einzuschicken wegen Pedals ist absoluter Schwachsinn. Deswegen bestellt euch da lieber einen Satz dazu. Es gibt Momente, wo die nicht lieferbar sind, weil die Nachfrage einfach auch da ist an Reservepedalen. Ansonsten schauen wir mal noch in das Paket. Da ist nämlich noch ein zusätzliches Gerät drinne. Okay, da ist noch ein extra Ladekabel dabei, wenn du zockst währenddessen. Ist sehr, sehr geil. Moment, wozu ist das hier? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ach, du kannst wahrscheinlich das Button Remapping, keine Ahnung. Vielleicht ist da noch irgendeine neue Funktion, die ich nicht kenne, weil das hier ist mir neu. Das kenne ich noch nicht. Irgendwas kannst du damit machen. Was genau ist mir schleierhaft, müsste ich mich mal noch schlau machen. Ansonsten kannst du die Knöpfe natürlich auch belegen, wie du willst. Du kannst sogar mittlerweile auch die Sticks belegen. Du kannst sogar die, St nee, waren es die Sticks? Doch, R2, nein, R3 und L3 und auch die Schultertasten kann man mittlerweile mit den Pedals belegen. Das war früher nicht der Fall. Da konntest du nur X-Kreis 3 Viereck draufknallen. Mittlerweile so gut wie alle Tasten, außer natürlich D-Pad, Select, Start und so weiter. Ja, Leute,
Ich mache jetzt mal kurz eine Test-Session und gebe euch dann mal ganz kurz noch ein Feedback zu diesen Hall-Effekt-Sticks. Leute, dieser neue Controller fühlt sich einfach geil an. Und das sage ich nicht, weil ich Partner bin, sondern weil es einfach so ist. Neuer Controller fühlt sich sowieso immer geil an. Hier einfach nochmal in extrem schön nah. Mir gefällt das Logo sehr, sehr gut. Ich hatte da überhaupt, ich wusste, wie gesagt, von nix. Der Fuchs, wie er so nach oben guckt auf das Logo, sieht ultra geil aus. Die Hall-Effekt-Sticks, man merkt definitiv einen Unterschied. Und ich würde behaupten, man muss seine Sensitivität ein wenig höher stellen. Also nicht geringer, sodass es alles langsamer so ist. Die Sticks fühlen sich so an, als wären sie langsamer. Also sie reagieren sofort, wie jeder andere Stick das auch tut. Aber ich glaube, man muss in den Settings, ich habe bei Apex jetzt alle Settings im ADS um 10 oder 20 sogar höher gestellt. Merkt euch das einfach mal, wenn ihr in den Settings seid, in den ADS-Settings, wenn ihr anvisiert. Das ist am wichtigsten aus der Hüfte, ist sowieso nicht ganz so dramatisch. Aber stellt mal alle Settings, wo ihr überhaupt nicht gerade die Zahl 0 habt, sondern irgendwas mit 230 oder weiß der Geier was. Einfach mal so 10 bis 20 höher stellen, merkt euch die Zahl und im Zweifel zurückstellen. Also ich finde, man muss es ein Stück anpassen, auf jeden Fall. Das hat einen gewissen Grund. Welchen kann ich euch nicht sagen, aber das war vorher schon bekannt, dass man bei den Hall-Effekt-Sticks etwas justieren muss. Aber der, es ist einfach geil. Ich habe jetzt wirklich, ich glaube, fast anderthalb oder 2 Jahre diesen Controller gespielt. Nie Stickdrift gehabt, nie Probleme gehabt. Hier hatte ich schon das Gefühl, sag mal, sind die Effekt-Sticks schon drin, weil auch ich habe Controller von M-Controllers mit Stickdrift. Das kommt halt irgendwann, weil die Sticks halt mega, mega belastet werden. Das ist völlig, völlig normal. Ich bin mit diesen Controllern zu 100% zufrieden. Und auch wenn ich Probleme mit diesen Controllern auch schon hatte, das gehört halt leider einfach dazu. Es ist auch nur, die Leute arbeiten auch nur und wer nicht arbeitet, macht keine Fehler. Das ist halt einfach so. Natürlich ist das ein sehr, sehr teures Produkt, aber ich kann mich an dem Controller gerade nicht satt sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob der mir in glänzenden, zum glänzenden Überzug vielleicht besser gefallen hätte, wobei ich in der matte Oberfläche sowieso eher feier. Ja, bin mal gespannt, was ihr zu sagen habt. Lasst mich mal wissen, was ihr so denkt. Habt ihr Bock nochmal auf so einen Controller? Es muss nicht, wie gesagt, der sein. Es gibt die Möglichkeit, der hat die Snap-Pedals nicht. Aber man kann halt, wie gesagt, Controller bestellen, wo du diese Oberflächen hier wechseln kannst. Die ziehst du ab und machst ein anderes Design dran, einen anderen Skin sozusagen. Sieht auch sehr, sehr geil aus. Ladies and Gentlemen, das war's von mir. Ich bin raus. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.